Hallo liebe Krypto-Community, in diesem Video wollen wir uns genauer ansehen, welche Fehler bei der Bedienung von Chain Report auftreten können. Konkret geht es um Warnungen. Diese Warnungen treten bereits auf, wenn du die ersten Exchanges angebunden hast. Du kannst Warnungen in der Transaktionsliste und vor dem Generieren eines Steuerreports sehen. Diese sind hier auf der rechten Seite mit einem roten Button markiert. Beim Klicken sehen wir genauere Details und Empfehlungen, das Problem zu beheben. In der Regel bedeuten Warnungen, dass weitere Daten fehlen. Das passiert insbesondere, wenn du vergessen hast, weitere Wallets oder Exchanges anzubinden. Das kann gravierende Auswirkungen auf die Richtigkeit deines Steuerreports oder aber auch deine Finanzen haben. Wir werfen also einen genaueren Blick darauf, warum Warnungen immer behoben werden sollten. Wenn du nicht alle Exchanges oder Wallets importiert hast, fehlen Transaktionen. Damit können auch Veräußerungen, also Verkäufe von Kryptowährungen fehlen, bei denen du Gewinne erzielt hast. Und diese wären je nach Haltedauer und Art der Beschaffung steuerpflichtig. Und fehlende Erklärungen von Gewinnen können eine Straftat bis hin zur Steuerhinterziehung darstellen. Eine weitere Folge von nicht behobenen Warnungen kann sein, dass das Ergebnis der Steuerreports zu deinen Ungunsten ausfällt. Wenn du zum Beispiel nicht alle Exchanges und Wallets integriert hast, so kann es sein, dass uns Anschaffungszeitpunkte und Anschaffungskosten unbekannt sind. Wir müssen daher davon ausgehen, dass der Anschaffungspreis 0 Euro beträgt. Das wiederum kann zur Folge haben, dass Veräußerungen vollständig statt nur dessen Gewinn versteuert werden müssen. Und damit wird schlichtweg die Steuerschuld höher, als sie eigentlich sein müsste. Wir wollen uns jetzt ansehen, welche verschiedenen Warnungstypen es gibt. Der erste Warnungstyp A beschreibt, dass eine Abhebungstransaktion vorhanden ist, aber das Ziel dieser Abhebungstransaktion nicht bekannt ist. Sprich, wir haben keine passende Einzahlung auf einer anderen folgenden Wallet gefunden. Wahrscheinlich, weil weitere importierte Daten fehlen. Da die weitere Verwendung dieser Coins unklar ist, müssen wir von einer Veräußerung ausgehen, als hättest du zum Beispiel die Kryptowährung für eine Zahlung benutzt. Hier ein Beispiel für diese Warnung. Wir haben hier eine Abhebung von 0,27 Litecoin, haben aber keine zugehörige Einzahlung auf einer Folgewallet gefunden. Gehen wir in die Warnungsdetails, haben wir die Problembeschreibung. Wir haben keine passende Einzahlung zu dieser Auszahlung gefunden. Mit dem Resultat, aktuell muss davon ausgegangen werden, dass es sich um einen steuerrelevanten Verkauf handelt, was den für dich ungünstigen Fall darstellt. Die Lösung des Problems, häufig wurden nicht alle Transaktionen importiert. Sollte das nicht der Fall sein, handelt es sich bei dieser Transaktion vielleicht um ein Payment. Wenn du also die Exchanges alle hinzufügst und die Daten vervollständigst, dann ist das Problem wahrscheinlich automatisch behoben. Oder hat es sich vielleicht wirklich um eine Ausgabe, um eine Zahlung gehandelt, dann kannst du das Ganze hier markieren, dann wäre es natürlich steuerlich relevant. Oder für den Fall zum Beispiel, dass es sich um einen wirklich kleinen Betrag handelt, den du einfach vernachlässigen willst, kannst du diese Warnung einfach ignorieren. Der zweite Warnungstyp B beschreibt, dass eine Krypto-Einzahlung erfasst wurde, aber die Herkunft dieser Kryptowährung nicht erfasst ist. Es fehlt also eine Auszahlung in einer anderen Wallet, die du zum Beispiel nicht angebunden hast. Wir kennen daher weder den ursprünglichen Beschaffungszeitpunkt noch die Beschaffungskosten deiner Coins. Wir müssen daher von einem Anschaffungspreis von 0 Euro ausgehen. Bei einer Veräußerung kann das bedeuten, dass der veräußerte Betrag voll versteuert werden muss, statt eben nur der Gewinn. Für diese Warnung haben wir hier ein Beispiel, nämlich haben wir hier 0,41 Litecoin eingezahlt, haben aber keine vorangegangene Transaktion mit einer Abhebung von einer anderen Wallet. Gehen wir in die Details dieser Warnung, haben wir die Problembeschreibung. Wir haben keine passende Auszahlung zu dieser Einzahlung gefunden. Die Herkunft ist somit unbekannt. Das Resultat daraus ist, es entsteht ein steuerpflichtiger Gewinn in der vollen Höhe dieser Einzahlung. Und die Problemlösung wäre, hast du vergessen, eine Börse zu importieren? Fehlen Transaktionen aus anderen Gründen? Oder handelt es sich hier um ein Airdrop, ein Geschenk? Sprich, die Lösung bedeutet, dass du dafür sorgen musst, dass alle Daten
Transaktionen und Exchanges in Chain Report eingepflegt sind und dann wird die Warnung automatisch behoben, weil die vorangegangene Transaktion dann erkannt wird. Die dritte Warnung C beschreibt, dass du Kryptowährungen veräußert hast, zum Beispiel bei einem Trade, die Herkunft dieser Coins aber unbekannt ist. Genau wie bei den vorherigen Warnungen müssen wir hier von Anschaffungskosten in Höhe von 0 Euro ausgehen. Auch hier kann damit ein wesentlich höherer zu versteuernder Betrag entstehen. Für diese Warnung haben wir hier ein Beispiel, nämlich mit einem Trade. Wir haben hier einen Tausch von Bitcoin in Ethereum. Das heißt, wir verkaufen unsere Bitcoin und haben damit eine Veräußerung. Jetzt ist die Quelle dieser Bitcoins unbekannt. Auf dieser Wallet gab es vorher keine Einzahlung, kein Trade. Jedenfalls ist dieser Kassenbestand nicht erfasst und die Frage ist, wo kommen diese Bitcoins her? In den Warnungsdetails haben wir das Problem genauer beschrieben. Wir konnten anhand der vorliegenden Daten die Herkunft des hier veräußerten Assets und somit des Einkaufspreises nicht ermitteln. Der Gesamtwert dieser Veräußerung wird als steuerpflichtiger Gewinn verbucht. Und die Lösung ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass du noch nicht alle Transaktionen eingepflegt hast. Also auch hier ist es wieder wichtig, dass du alle Transaktionen, Exchanges und Wallet nachpflegst und wahrscheinlich ist dann das Problem behoben, weil die Herkunft dieser Coins dann nachgewiesen ist. Die vierte Warnung D beschreibt, dass der Preis für eine Kryptowährung unbekannt ist. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass du einen Coin hattest, bevor Preisdaten für diesen verfügbar sind. Analog zu den Warnungen B und C sind die Anschaffungskosten dann unbekannt und es kann somit eine höhere Steuerlast entstehen. In diesem Fall kannst du den Kurswert zum Handelszeitpunkt aber einfach in unserem System nachtragen. Hier können wir ein Beispiel für diese Warnung sehen. Und zwar haben wir hier eine Einzahlung von 100 DFI aus Staking-Erträgen und zwar am 3.6.2020. Zu diesem Datum waren jedoch noch keine preislichen Informationen für den Coin DFI verfügbar. Dementsprechend sehen wir in den Warnungsdetails die Problembeschreibung. Wir sind technisch nicht in der Lage, den historischen Preis zu ermitteln. Mit dem Resultat, es werden potenziell Gewinne nicht angegeben oder der Steuerreport kann zu deinen Ungunsten ausfallen. Die Lösung wäre, die Preise müssen manuell nachgepflegt werden. Genau das tun wir und gehen von einem Preis von 15 Cent aus. Und sobald wir das getan haben, sehen wir, dass die Warnung hier nach der Synchronisation auch verschwunden ist. Wir haben uns also jetzt alle Warnungen im Detail angeschaut. Die meisten kannst du beheben, indem du dafür sorgst, dass alle Wallets, Exchanges und Transaktionen lückenlos eingepflegt sind. Und das ist auch wichtig, um deine Gewinne vollständig zu erklären und das Steuerergebnis nicht zu deinen Ungunsten zu verändern. Wenn du Rückfragen hast, melde dich doch einfach in unserem Telegram-Channel von Chain Report.